Hey Leute, hier ist Aldemar. Zurück mit Ixion. Zurück, weil wir haben die Demo vor kurzem gespielt. Was heißt vor kurzem? Aber es hat mir so gut gefallen, dass erstmal seit langem, dass ich eine Demo spiele. Was heißt seit langem, aber... Und ich dachte mir, Mann, ich muss weiterspielen. Oh, das war so gut. Also, ich versuche mal nicht zu spoilern, weil den Anfang kennen wir schon. Story war ziemlich interessant. Wir haben eine riesengroße Raumstation und wir müssen das Weltall erkunden. Los geht's, neues Spiel. Es erinnert stark so immer wieder ein bisschen an Space Station, wie hieß es nochmal? Ach, ich hab's vergessen, scheiße. Egal, los geht's. Zum Fortfahren beliebige Taste drücken. Die Musik ist so cool, oder? Auf geht's, Leute, viel Spaß. Ich kann's nicht oft genug sagen. Willkommen an Bord, der Beste. Sektor 1. Cool, oder? Echt schön gemacht, finde ich. Echt schön gemacht. Tolle Sache, Harry, tolle Sache. Shuttle EMV Sharon is now docked. Sector 1 empowered and pressurized. Once she decontamination protocol online, disembarkation authorized. Message to crew members. Welcome on board the Tycoon. Property of Dolus Aerospace Engineering Corporation. You will soon be given your assignments, but until then, please continue to wait near the docking bay. We hope you have a productive voyage, and we'd like to thank you for your contribution towards humanity's future. Administrator, I am Eden, the personal assistant installed on board the Tycoon. In accordance with the Munchie Protocol, I have been designed to take into consideration your complete psychological profile so that I may more accurately respond to any needs you may have. My primary purpose is to ensure the Tycoon's automated systems function efficiently. I will keep track of the tasks that are necessary for you to fulfill your prerogative of reaching Proxima Centauri. Mein Gott.
and carrying out field research, mining operations, manufacturing protocols, and Dolos colonization tests. Bla 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 bla. Ist okay. Mann, die KI müssen wir als erstes abschalten. So, es geht los. Sie haben auf jeden Fall die Kamerasteuerung geändert. Die war ja wirklich ätzend. Weil die war irgendwie invertiert und das konnte man nicht ausstellen. Halt verkehrt rum. So, los geht's. Also, wo fangen wir denn hier an? Ich hab's schon wieder vergessen. Nächste Übertragung. Ich muss mal ganz kurz was gucken. Nicht, dass ich irgendwie, dass es hier Deutsch gibt. Und ich check das nicht. Stimmen, Lautstärke, machen wir hier. So, Grafik. Ja, das hatte ich irgendwie. Ach, das ist nur Blumen und so. Das ist unwichtig. Blumen, hallo. Hallo? Sprache? Deutsch? Tutorial? Baum muss. Ich lasse das Tutorial jetzt gerade erstmal an, weil ich, weiß nicht mehr. Ich weiß nichts. Ich weiß nichts mehr. Administrator, I wanted to introduce you to your first tasks personally. Oh, warte, ich muss eine Sache ändern. Und zwar, die Stimmen müssen lauter sein als die Musik. I'm Dolos' cryonics lead, Marduk council member Giovanni Battista. Erstmal am Essen. Your first objective will be to begin setting up essential infrastructure aboard the Tycoon, meeting the environmental conditions that are required to support your crew. Having laid these foundations, you will then oversee the installation of the Vol engine and perform a short test jump to Proxima Centauri. Upon arrival, your research teams will carry out a brief survey of local space, gather a few rock and coal dust samples, fire up the colonization protocol, begin building the foundations for mankind's future, yada yada yada. And then, you'll come back. Now, in order to achieve this, you'll need to familiarize yourself with the Tycoon's core functions. It's no big deal. There's the production, stockpiling and distribution of resources, construction, balancing of power output with allocation. Oh, and space exploration, you know, setting out expeditions and all that. Basically, everything needed to establish scientific advancement and harmonious autonomy on board the Tycoon following the first test of its Vol engine. Eden's gonna display and keep track of your main objectives. Oh, and Administrator, don't let the position go to your head. Veneer has insisted to center Dolos' focus on the Tycoon. But this mission is just in preparation for our next project, the Protagoras. The Marduk Council worked damn hard to pull this mission together ahead of schedule. So, toe the line, do as you're told, and bring the Tycoon back in one piece. Leave the grand gestures and saving of mankind from ecosystemic destruction to us, okay? One last word of advice. We don't all think like Veneer Dolos. As of yet, no human law has been officially established amongst the stars. That sounds like an opportunity knocking to me. Okay, ja, tut mir leid, die labern lange, ne? Also wir sind ein Kolonisierungsschiff, ne? Wir sollen quasi loslegen, was für die Leute finden und wieder zurückfliegen. Wir sind aber, glaube ich, das erste Schiff, ne? Da habe ich jetzt gar nicht mehr zugehört, der labert zu lange. Und Dolos ist sowas wie Apple, ja? Die präsentieren sich so, yeah, wow, voll Marketing und so, yeah, wir reisen zu neuen Planeten und so. Ne, damit ihr das einfach mal im Hinterkopf behaltet. So, jetzt haben wir noch Lager, das müssen wir jetzt auch mal bauen. Also, folgendes. Das hier ist ein Lager, die müssen wir holen, da ist Stahl drin und so. Die haben sie anscheinend schon hier hochgebracht auf die Raumstation. Warum auch immer, anscheinend gar nicht mal so toll vorbereitet. Irgendwie. Also machen wir die jetzt hier hin. Machen wir mal zwei oder eins. Machen wir erstmal eins. Oh, es geht nur eins. So, Ernte. Geht das jetzt überhaupt? Gebäude nicht mit der aktiven Halde verbunden. Wir haben gar keine Halde. Ist das die Halde? Halde klein. Und man konnte auch nicht so nah ranzoomen, glaube ich. Das geht Gott sei Dank jetzt alles. Starbase hieß das. Einfach nur Starbase, oder? Nee, Startopia. Startopia. So, jetzt habe ich's. Doc, verfügbar. Was ist das denn hier? Bergbauschiff. Bergbauschiffe sind für den Abbau von Ressourcen. Ja, genau. Pass auf, wir können die rauszoomen. Geil, oder? Die Grafik war aber mal geiler. Irgendwas. Tycoon. Guck mal, wie geil, oder? Yeah! Da ist sie. Die Erde. Wunderschön. Okay.
Gehen wir wieder in die Raumstation, da ist schöner drin. So, hier oben. Ach, da oben steht doch. Ah, lass in der Halde irgendwas lagern. Machen wir das mal. Ernte. Macht ihr das von selbst? Für die Halde wurde keine Ressource ausgewählt. Achso, bang. Aha. Guck mal, das sind die Haldefahrzeuge. Ja, da hatte ich schon, fand ich schon beim letzten Mal schade, dass die einfach nur verschwinden. Ne, so reinfahren oder so wenigstens. In irgendeinen Raum, den man nicht sieht. Aber na gut, man kann ja nicht alles haben. Aber eigentlich schon. So, weg damit. Lagert ein, ihr kleinen Lappen. Los, macht es doch wunderschön. Sehr gut. Guck mal da. Das nenne ich mal Optimierung. Administrator, I have established a connection with Dolus' lead data scientist, Emma Klein. Administrator, Mr. Dolus has made it abundantly clear when it comes to security. Given the importance of the Tycoon, we must have full control over what is happening inside the station. My name is Emma Klein, Dolus' lead data scientist and member of the Marduk Council. My department have just completed final synchronization between Eden and our data treatment tool, the DLS. The DLS, or data listening system, is capable of scanning, recording, and parsing exchanges of any kind. The DLS programming that is a part of Eden will filter all data collected and bring to your attention only the most relevant information. It will also provide you with a condensed overview of any situations that may arise and formulate potential future outcomes. It will permit you to give direct orders without having to go through additional unnecessary paperwork. Eden will then take care of everything via their DLS accreditation. As is often the case with tools produced by my department, I think you'll find that once you start using the DLS, you'll never be able to do without it. Oh, and before I let you go ahead and start writing history, Dr. Munchie, our lead medical expert, wanted me to bring to your attention a possible side effect of vole jumping. Whilst there is a correlation between prolonged space travel and the development of early onset dementia, he believes that a vole jump has the potential to accelerate this process, although this is yet to be proven. His recommendation is for you to immediately send any crew members that are exhibiting uncharacteristic or symptomatic behavior to an infirmary, as these facilities are equipped to treat the mind as well as the body. Remember that all of your actions and choices are being recorded by Eden. We are not affiliated with any national or even international organization. Also, ich kann hier Pause machen, das habe ich jetzt gesehen. Also, die sagt, es gibt diesen Wall-Jump. Man kann ja so eine Art Warp-Sprung machen oder was das hieß, das Wall-Jump. Und, ja, es gibt vielleicht Nebenwirkungen, aber das weiß man gar nicht, weil irgendwie ist es noch nicht bewiesen, weil eigentlich hat es ja noch gar keiner gemacht, wenn ich das jetzt verstanden habe, ne? Und, kann nichts passieren, so ein Sprung, ne, was soll schon passieren? Wir haben die Technologie und wurde wohl getestet und es funktioniert wohl, keine Ahnung. Und, naja, egal, YOLO. Und wir gehen zum Doktor, mal gucken, da wird schon alles gut gehen. The only people that you are answerable to are those of us who sit on the Marduk Council, who represent the collective interests and ambitions of the company. Ich baue jetzt mal noch nichts, ich lasse sie erstmal labern, ist ja interessant. Okay, löse das Ereignis gemeinsames Mal im Gebäude Werkstatt Sektor 1. Ah. Administrator, die Tycoon-Besatzung hat derzeit keinen Zugang zu Nahrungsmitteln. Die New-Cont-Protokolle sehen den Bau eines Speisesaals vor. Dieses Gebäude dient zur Verteilung der Nahrung aus den Vorräten an die Besatzung. Die Bereitstellung von Nahrung für die Besatzung würde ihre Position als kompetenter Administrator bekräftigen. Sicherer Zugang für Nahrung. Ja, ich, der große Administrator, Diktator, Bestus Maximus, bin so gütig und lasse euch Essen geben, weil das braucht man ja eigentlich gar nicht. Ist ja gar nicht so wichtig, aber ich sage, ihr braucht das. Ja, weil ich der beste Administrator bin. So, das muss bestimmt irgendwie zentral sein oder so. Aber wir können es auch einfach... Warte mal, da ist das. Dann machen wir das jetzt mal hier hin. Oder machen wir es hier hin. Oder machen wir es hier hin. Machen wir es hier hin. Machen wir so. Machen wir so. Baut den Speisesaal. Der große Administrator spricht zu den Kleinen. Das Lautsprecher, den benutzen wir. Ich, ist das Jan? Hallo?
Ich, der Großadministrator, habe einen Auftrag gegeben, einen Speisesaal zu bauen, auch wenn das gar nicht benötigt wird, aber ich, der große, grandiose Imperatus Maximus Administratus Decimus Noncitus Grandio, hab ich das schon gesagt? Jonathan, hab ich das schon gesagt? Ja, das habt ihr schon gesagt. Okay, ich, der grandiose, so, das habt ihr aber schon gesagt. Egal, der grandiose Maximus Imperator Administratus baut jetzt den Speisesaal. Ja, ja, ja. Meine Porträts werden auch von... Ende der Durchsage. So, diese minderwertigen Maden. Vorräte. Guck mal, da haben wir Vorräte. Muss das jetzt da oder da? Guck mal, sieht hübsch aus, ne? Die Geräusche sind cool. So, die Hintergrundgeräusche. Man fühlt sich wirklich in einer Raumstation. Das sieht 1A aus. Die Leute wussten, was gut aussieht. Und man merkt, die Leute haben Homeworld gespielt. Irgendwie. Also, ich muss sagen, das ist auf jeden Fall schön geworden. Ernte. Los, baut schneller! Guck mal, das ist so ein Bauroboter. Auch geil, ne? Messhall. Ernte. Mhm. Muss ich wohl hier einlagern. Wir gucken mal. Kann ich das? Ist es voll? Wir bauen einfach... Na, das geht da gar nicht. Doch, geht doch. Administrator, I have an incoming transmission from Marduk Councilmember Henry Barcheville. Henry Barcheville? Was ist das denn für ein Name? Bonjour, Administrator. Ja, ja. What a wonderful day to embrace our fate, don't you think? I'm Henri Barcheville, writer, philosopher, lobbyist, but most of all member of the Marduk Council. I have taken the liberty of personally arranging an exchange out of courtesy with the Oshanabi, a ship in high orbit belonging to one of our commercial allies, the Ashtangites. Even so, they are a small organization. The Ashtangites are important partners who share the same pragmatic, moralistic, and spiritual outlook as we do. Die wer? The Oshanabi will provide us with a source of food while carrying out the Tycoon's initial testing. By making it the first exclusive trade partner of the Tycoon, we will demonstrate to our long-term allies that Dolos wishes for them to share in our successes. Please assign a cargo ship so that we can check the trade routines. Administrator, trust in genetic connectors. Self-similar space will reveal the pattern. Vertrauen Sie den genetischen Konatus? Der selbstverständlichen Raum wird... Das musste offenbaren. Was? Jonathan, was hat er gesagt? Ich habe keine Ahnung, was er gesagt hat. Unfassbar. Okay, schließen. Was sollen wir machen? Wir sollen eine Andockbucht bauen. Klicke auf den Nahrungsvorrat, um Ressourcen einzusammeln. Jetzt müssen wir auch noch hier... Können wir auch noch ein bisschen Metall... Metallus? Es gibt nur eins? Nee, es gibt beides. Es gibt nur eins! Es geht nur eins! Oh nein! Oh nein! Tatsächlich, ich raste aus. Andockbucht verfügbar. Verpflegehund, aber baue ein Frachtschiff in der Andockbucht. Es ist cool. Eigentlich, glaube ich, sieht man auch überall, wenn irgendwas gebaut wird. Die Raumstation ist zu. Also das ist wohl der Antrieb und der Rest ist einfach nicht aktiv oder was? Ich bin gespannt, wann wir mal sowas bauen können. Abgefahren, oder? Ich meine, rein technisch gesehen müsste sowas doch möglich sein. Man baut was und es ist einfach... Und es müsste autark sein. Es müsste alles selbst produzieren können. Quasi eine ganze... Weißt du, so 3D-Drucker, die alles mögliche craften können. Ich meine, unser Sonnensystem ist ja voller Ressourcen. Man braucht ja eigentlich nichts mehr von der Erde. Und Nahrung kann man sich ja wohl... Also man kann ja essen, trinken, Pipi, Kacki, alles filtern, ja. Oh, hier gibt's was. Administrator, die Besatzungsmitglieder verfügen nicht über Wohnquartiere. Ach, Wohnquartiere. In der Geschichte der Menschheit war unnötige Obdachlosigkeit immer ein Indikator für den Verfall der Zivilisation. Wiederholen Sie die grundlegenden Fehler der Menschheit nicht an Bord. Errichte innerhalb von 12 Zyklen Wohnraum für alle Besatzungsmitglieder. Jawohl. Jonathan, können wir das? Ja, Sir, natürlich. Na gut, ihr seid der größte Administrator. Ja, ich weiß.
Ich, der große Administrator Maximus Decimus Grandiosus Imperatus. Der Beste, Sir. Der Beste baut Wohnquartiere, weil eigentlich braucht die Menschheit das nicht. Aber ich will, dass die Menschen in... Oh, die scheiß Wohnquartiere, halt die Klappe. Was? Schmeißen aus der Luftschleuse. Frieder, Jonathan, schmeißen aus. Ja, Sir. Ja, Sir. Auf, dass wir Wohnquartiere bauen. Ja, Wohnquartiere. Er ist der Beste. Genau, das will ich hören. Ende der Durchsage. Büp. Sehr schön. Dann bauen wir Wohnquartiere. Das Essen. Pass auf. Ernte, Ernte. Na. Vielleicht bauen wir erstmal das. Was sind denn 12 Zyklen? Erdedrehungen? Baut meine Kleinen los. So, jetzt machen wir Platz. Wir wollen doch nur ein wenig Platz. Wir wollen ein wenig Platz. Mach das weg, mach das weg. Jetzt brauchen wir an dieses Bescheu... Ach, ist schon fertig. Forschung in der Andockbucht. Lass das Schraubzeug über die Flottenmanagementfenster Nahrung abholen. Fliegt das auch jetzt los? Sehen wir das? Da ist es. Yeah! Andockbucht freigeben. Alarm, Alarm. Was ist das denn für eine Bord-KI? Warte mal, wo ist die Andockbucht da? Ich will's fliegen sehen. Ich will's fliegen sehen. Ist auch egal. Ich will's gar nicht mehr fliegen sehen. Okay, komm, dann bauen wir jetzt mal schon mal eins. Ace wie drü. Wie viele brauchen wir denn? Wie viele Leute haben wir? 84. Wie viele passen da rein? 15? Oh. Das ist natürlich doof. Soll ich die wirklich dahin machen? Nee. Halt, stopp. Stopp. Im Namen des Gesetzes. Im Namen des Besten. Nein, Zerstörung. So. Lieber hier hin. Drei, sechs, neun. Das müsste doch reichen. Ich kann zählen. Ein bisschen, aber nicht immer. Mach das weg. Ich will jetzt hier nicht irgendwie... Mach erstmal das aus. Genau, fahrt erstmal das da holen. Das wäre nämlich sehr toll. Dann bauen die Lappen ihre Wohnquartiere. Priorität Maximum. Los! Ich glaube, das muss ich mir ins Zentrum bauen. Sektor 1. Prio, Leute. Aber noch eine Werkstatt brauche ich jetzt nicht. Das wäre ja Verschwendung. Bau ein Forschungsschiff mit Andock. Okay, Forschungsschiff. Sorge. Ja, wir müssen halt gucken. Wie viel Metall habe ich denn? 27. Ah, nein, nein, nein. Oh. Ach, das habe ich auch für Mond. Zusammenfassung der Informationen des verlassenen Basislagers. Die Basis ist außer Betrieb. Hilfssysteme sind funktionsfähig und können die Energieversorgung wiederherstellen. Es besteht eine durchschnittliche Wahrscheinlichkeit, Ressourcen zu finden. Forschungsschiff. Ja, cool. Ah. Versorgungsschiff. Vermeiden. Höchste Priorität. Aber mit denen, da bin ich ja schon am Handeln. Glaube ich. Flotte. Uiuiui. Venus, Mars. Venus, Mars. Oh, nee, ich will nicht fliegen.
Ich will zurück. Ah. Gott sei Dank. Ihr blöden Roboter. Das gibt's doch nicht. Aha, jetzt holen sie irgendwas. Ah. Ist doch leer. Ah, ich habe noch Zyklenzeit. Ist ja schön lang. Ah! Sehr schön, sehr schön. Das habt ihr gut gemacht. Ich bin stolz. So, Wohnquartiere. Tankstation. Da steht nichts von. Lassen wir es erstmal. Essen haben wir auch nicht mehr viel. Ach. Blödsinn da. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Und trotzdem wieder Metall. Gut, ist das nicht so weit weg davon. Sehr schön. Das wird gebaut. Lol. Bin ja gespannt, wie krass das wird. Weißt du, man hat einfach so eine große Raumstation, dass man einfach alles... Also wenn man... Ich meine, die ist ja auch allein so groß. Und die dreht sich ja, um halt Schwerkraft zu simulieren. Ja? Also es herrscht ja Schwerkraft. Und ich meine, das ist ja alles theoretisch möglich, ne? Dann lebt man halt auf so einem... Die ist gerade so groß, dass das möglich ist. Ah. Flieg los, mein kleines Schiff. Können wir noch unser Sternsystem erkunden? Anscheinend ist alles zurückgelassen worden, weil die Erde halt bankrott geht oder was auch immer. Nicht nur bankrott, sondern blöd ist. Guck mal, wir verlieren nämlich Leute. Ist nicht so toll. Löse das Mondereignis. So, jetzt muss das Forschungsschiff dahin. Achso, wir müssen, glaube ich, auch den... A science ship has arrived at its destination. Das Team Scout-Tech, um die Überwachungssysteme auf der Kanonensystem zuzugreifen. Vertrauliche wissenschaftliche Daten, machen wir das. Ich mache immer die riskanten Sachen. Sonden. Sondenstart nicht verfügbar. Sondenwerfer benötigt. Jetzt wird es aber Zeit hier, ne? Hallo, hallo? Hallo? Jonathan, die sollen schneller bauen. Ja, Meister. Das gefällt mir. Er hat mich Meister genannt. Ich, der große, grandiose Administrator, habe eine Durchsage. Die Wohnräume sind fertiggestellt. Feiert mich, ja, ja und so weiter. Ende der Durchsage. Tün. Okay, dann haben wir jetzt noch das Mondereignis. Und nicht mehr genug Essen. A science ship team has completed a task. Ah, das ist nur Abholung. Wir haben uns in einem befohlenen Computersystem gehackt und diverse relevante Forschungsdatensätze gefunden. Das Wichtigste ist die Frage, ob ich dich doch lieber abbauen sollen. Die Basis ist außer Betrieb. System und Funktion. Sind funktionsfähig und können die Energieversorgung wiederherstellen. Es besteht eine durchschnittliche Wahrscheinlichkeit, Ressourcen zu finden. Wir haben die UNO-Basis anhand der angegebenen Koordinaten erreicht und verlassen drucklos. Wiederbewachungssysteme sind nicht mehr in Betrieb. Demontieren das Lager. Also es gibt beides, Gott sei Dank. Ich wollte gerade sagen. Mehr gibt's ja leider nicht. Ushanabi. Ushidushi. Ushi. Die Ushi. Okay, wieder zurück. So, wir haben Wohnquartiere. Wir haben das, wir haben dies. Sektor 1. Wie gesagt, wir können auch noch keine Nahrung machen. Wir müssen uns jetzt beeilen, dass das da vorangeht.
Energie. Verfügbar 24. Nein, wir haben ja nicht den wahrscheinlichen Riesenreaktor irgendwo. Immerhin haben wir Kisten, die ungefähr anzeigen, wie voll das ist. Das freut mich. Es geht runter, das ist blöd. Aber wir haben noch 48 da. Sind noch alle glücklich. Komm, mach doch mal hier. Können ja nur schnell laufen lassen. Los, los. Nicht drängeln. Sehr schön. Metall und noch mehr Forschungspunkte. Dieses Schiff sammelt Wissenschaftspunkte. Okay. Wohlantrieb. Ach, den müssen wir noch bauen, ne? Oh, bin ich jetzt irgendwo hingefahren? Guck mal, das ist ja... Ist das hier Trümmer oder ist das unser Belt einfach nur? Ach, da müssen wir auch hin. Saturn, Mars. Mars! Ist schon nice. Saturn, Jupiter, Neptun, Sonne. Ah, die Sonne, die ist schön. Die Sonne, die ist fein. Ach, warte mal. Aha. Einfach alles ab. Mir doch egal. So, die hat... Es ist dann schon gebracht. Okay, machen wir da langsam. Ich will ein Techniklabor bauen, aber wir fliegen mal gerade zum Saturn. Und bauen jetzt das Techniklabor. So. Yo. Enormo, das Riesenlabor. Machen wir da direkt in die Ecke. Auch schon wieder vergessen, wie riesig das war. Jo, Metall ist voll. Baut schneller, ihr Kleinen. Lappen. Gucken, was unser Scout macht. Er fliegt noch zum Saturn. Schade, dass ich da nicht hin kann. Aber ich kann doch dahin fliegen, oder? Saturn, die dunkle Seite. Zusammenfassung der Sonderbericht aus dem Saturn-Orbit. Es wurde eine Signatur entdeckt, die der eines EKP-Antriebs ähnelt. Die EKP-Technologie ist das alleinige Eigentum von Dolos. Doch Aufzeichnungen besagen, dass das Unternehmen keine Mission in diesem Sektor durchgeführt hat. Die Signatur tritt bald in die Atmosphäre des Saturns ein. Schicke ein Erkundungsteam. Versuche das Turm im Orbit zu orten. Erkundungsteam. Interessant, ja, ja. Wer weiß, dass Dolos alles für geheime Sachen am Laufen hat. Dolos klingt wie, ja, Mentos oder so. Ja. Gut, Leute, ich musste leider aufhören. Wir sind schon bei einer halben Stunde. Ist cool, oder? Ich finde das schon ziemlich cool. Ich bin gespannt, was da so alles kommt. Und ich würde sagen, Leute, bis zur nächsten Folge Ixion. Und bis dahin, wie immer, haut rein, Leute.